Meine Seele erhebt den Herrn. Lukas Kapitel 1, Verse 46 bis 55. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seine Nachkommen in Ewigkeit. Was Maria, die irdische Mutter von Jesus Christus, hier sagte, können wir, sofern wir Kinder Gottes sind, ganz sicher von Herzen so annehmen und uns damit auch identifizieren. Maria sollte uns in ihrem Glaubensleben ein erstrebenswertes Vorbild sein. Sie hätte sich auf ihre Berufung tatsächlich viel einbilden und sich entsprechend privilegiert verhalten können. Aber das tat sie nicht. Sie sah sich selbst als niedrig an und konnte es kaum fassen, was Gott Großes an ihr tat. Darum konnte sie auch sagen, dass ihre Seele den Herrn erhebt und ihr Geist sich freut. Diese Erfahrungen können wir ebenso machen, wenn auch wir in unserem Leben sehen, wie und womit Gott uns konkret anspricht und segnet und was er uns gibt. Wie groß ist unsere Freude, wenn Gott deutlich zu uns spricht? Wir Zusammenhänge aus der Bibel erkennen, wenn unsere Gebete erhört werden, wenn wir in unserer Seele ermutigt und gestärkt werden, wie groß ist dann auch unsere Freude und wie stark spüren wir dann auch den Frieden Gottes? Oder meinen wir, das geschieht ja doch nicht? Dann müssten wir unseren Glauben doch auch überprüfen, ob wir tatsächlich dem Herrn glauben und vertrauen oder ob wir da einen Mangel haben. Vielleicht könnten wir denken, dass wenn uns ein Engel erscheint mit einer klaren Ansage, dann wäre mein Glaube auch größer und meine Freude entsprechend tiefer. Aber kommt es wirklich darauf an? Von Maria können wir Dankbarkeit und Demut lernen. Sie hielt sich nicht für etwas Besseres als andere. Zudem waren ihr die Worte wichtiger als alle Wunder. Als der Engel die drei Hirten über die Geburt des Sohnes Gottes informierte und diese dann in den Stall nach Bethlehem kamen, heißt es in Lukas 2, Verse 17 bis 19. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und das zeichnete sie in der Weise aus, dass sie einen durch und durch lebendigen Glauben hatte. Einen Glauben, der sich nicht in erster Linie im Verstand und mit den Augen verband, sondern mit dem Herzen und der Seele und dem Geist. Da bewegte sich etwas. Und was bewegt sich bei uns, bei dir, wenn du das Wort Gottes liest, wenn du betest, wenn Gott dir im Heiligen Geist seine Wunder, seine Gnade, seine Liebe, seine Treue und Barmherzigkeit offenbart? Oder was passiert, wenn wir eine geisterfüllte Predigt hören? Lob und Dank ist ja gewissermaßen unsere christliche Pflicht. Aber wenn das alles nur eine stupide Pflichtübung wäre, eine religiöse Notwendigkeit, würden wir unseren Glauben ja gewissermaßen uns lediglich an den Hut stecken. Das wäre dann aber eher ein fromm gepflegter Unglaube
als ein Lobgesang, wie bei Maria oder auch wie bei Hanna im Alten Testament, als sie Gott dafür lobte, schwanger geworden zu sein und dem späteren Propheten Samuel das Leben schenkte. Das waren keine Lippenbekenntnisse, sondern ein Dank, der aus dem Herzen kam und der echt war. Also kein allgemeiner, eher unbeteiligter Lob für die Religion oder die Kirche oder so, wie die Kirche später Maria über alle Maßen lobte, was ihr sicherlich gar nicht gefallen kann. Hier bleibt Jesus nämlich auf der Strecke. Lob und Dank muss in aller erkannten Wahrheit und in Demut aus einem gläubigen Herzen kommen und der richtigen Person gelten, Jesus Christus. Dafür steht Maria, weil sie das erkannte. In Johannes Kapitel 2, Vers 5 stehen die letzten überlieferten Worte von Maria. Da sagte sie: Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Und dies sollten wir ernst nehmen und die absolute Wichtigkeit jener Worte erkennen, die wir von Jesus Christus in der Bibel nachlesen können. Himmel und Erde werden vergehen, aber nicht die Worte von Jesus. Markus 13, 31. Diese Worte haben Priorität. Das bedeutet aber nun nicht, dass wir alle anderen Worte, die in der Bibel aufgezeichnet wurden, wie von den Propheten, Aposteln oder auch Maria, als überflüssig und verkehrt ansehen sollten, wie manche das heutzutage leider praktizieren, sondern darin durch den Heiligen Geist bewirkte Worte erkennen, die nicht dem Willen Jesu Christi widersprechen. Ganz im Gegenteil. In 2. Petrus 1, Verse 20 und 21 steht: Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und das gilt bis heute. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar: Das Magnificat ähnelt dem Lied Hannas, 1. Samuel 2, 1-10. Zuerst lobte Maria den Herrn für das, was er für sie getan hat. Man beachte, dass sie sagte: Von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Sie würde keinen Segen weitergeben, sondern selbst gesegnet werden. Sie spricht von Gott, meinem Heiland. Damit können wir die Vorstellung ausräumen, dass Maria sündlos geboren ist, sonst hätte sie keinen Erlöser nötig. Zweitens pries sie den Herrn für seine Barmherzigkeit über die, welche ihn fürchten. Er erniedrigt die Hochmütigen und Mächtigen und erhöht die Niedrigen und Hungrigen. Schließlich erhebt sie den Herrn wegen seiner Treue zu Israel, die sich darin zeigt, dass er die Verheißungen erfüllt hat, die er Abraham und seinen Nachkommen gegeben hat. Nachdem Maria ungefähr 3 Monate bei Elisabeth geblieben war, kehrte sie zu ihrem Haus in Nazareth zurück. Sie war noch nicht verheiratet. Zweifellos wurde sie verdächtigt und in der Nachbarschaft wurde über sie geredet. Doch Gott würde sie rechtfertigen. Sie konnte es sich leisten, zu warten. Soweit. Maria wusste ganz genau, wen sie da auf die Welt bringen durfte. Er war auch ihr Heiland, der für ihre Sünden am Kreuz von Golgatha die Vergebung der Sünden erwirkte und die Versöhnung mit Gott, dem Vater, vollbrachte. Und wir als heutige Christen sollten auch ganz genau wissen, wie viel wir dem Sohn Gottes zu verdanken haben, ganz persönlich, ganz individuell und ganz unmittelbar. Gott ist mächtig, Gott ist heilig und barmherzig und treu. Und er ist eine Respektperson ohne Vergleich. Ihm gebührt Dank, Lob, Anerkennung, Anbetung und ihm dürfen wir vertrauen jeden Tag aufs Neue. Und er ist das Ziel unseres Glaubens. Er ist der Sinn des Lebens. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und auf ihn dürfen wir hoffen
in allen Umständen unseres Lebens. Maria hat das begriffen. Gott segne, behüte und bewahre euch. Amen.